Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich bei mir alles um die Installbox. Und wenn sie dich interessiert, bleib sehr gern dran. Zu den Fakten. Die Installbox ist eine Beautybox, die jedes Quartal erscheint. Also jede 3 Monate. Das ist jetzt die letzte für dieses Jahr. Ich dachte, wir hatten schon die letzte für dieses Jahr, aber scheinbar nicht. Die ist wirklich so schwer. Ich glaube, sie kostet 39,95. Ich müsste nochmal nachschauen, oder 29,95. Aber die ist diesen Monat so schwer. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns erwartet. Und ich bin mega gespannt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Ich tue dir alle Einzelpreise ausrechnen, am Ende auch den Gesamtwert. Jetzt bin ich so gespannt auf das gute Stück. Die Installbox enttäuscht mich eigentlich selten. Da sind wirklich immer wunderschöne Sachen drin. Ein schöner Mix aus Beauty, aber auch Lifestyle. Was heißt Lifestyle? Also du hast auch mal wirklich eine Haarbürste oder sowas zum Beispiel jetzt, oder Schmuck. Aber immer wunderschöne Sachen. Ich bin mega gespannt. Jetzt legen wir los. Wir machen den Deckel ab und als erstes sehen wir natürlich den Klebi, das Heftchen. Sie hat ja noch ein Heftchen. Und dann seht ihr wirklich, ich habe nichts geöffnet. Und ich sehe schon richtig schöne Produkte. Das ist unser Heftchen. Hier haben wir ein Heftchen, wie gesagt. Und ja, jetzt gucken wir mal, in was für einem Motto oder so sie steht. Hier steht jetzt, lieber Install-Fan, Adventscocktails, Weihnachtsfeiern, Heiligabend, Silvester, die Festtage stehen unmittelbar bevor. Ich liebe diese Zeit, wenn ich ein fast magisch feierliches Gefühl in der Luft liegt. Man Lust bekommt, seinem Style noch ein bisschen mehr Glanz zu verleihen. Dafür ist perfekt, okay, jetzt werden wir gespoilert. Wir gucken jetzt mal rein, was die Winter Edition uns bringt. Das ist der erste Einblick in die Box und ich habe da oben irgendwas mit Teddybären gesehen. Da muss ich jetzt gleich mal nachschauen. Oh, okay, das ist etwas größer. Dann fangen wir doch mit was anderem an. Das erste Produkt, das ich hier in den Händen halte aus der Installbox, ist die Langkur für lange Haare von Glisskur, also Schwarzkopf Glisskur, die Langhaarschutz 3-in-1 Kur. Pre-Shampoo für ein leichtes Pflegeergebnis, nach dem Shampoo für ein intensives Pflegeerlebnis. Für langes geschädigtes Haar mit Biotinkomplex und Pfingstrosenessenz. Die habe ich schon da, aber noch nicht ausprobiert. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich liebe Haarprodukte. Ich versuche immer, meinen Haaren wirklich die beste Pflege zu geben. Einfach, ja, das ist für mich somit das Wichtigste. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf, werde ich sehr gerne ausprobieren. Ich tue die Produkte immer hinter mir hinstellen, dass wir mal so einen Gesamteinblick haben. Das zweite Produkt, wo mache ich hier weiter? Es ist wirklich wieder eine sehr prall gefüllte Box. Wir haben von Michalski Berlin, ich denke, ein Parfüm. Wir werden gleich mal reinriechen, wenn ich es aufbekomme. So. Das ist das Intense Eau de Parfum for Women 25 ml. Hat sie hier irgendwelche Duftnoten draufstehen? Ich glaube nicht. Hier steht nur, wir engagieren uns für den Tierschutz. Oh, das finde ich sehr schön. Ich habe selber in der Familie 3 Hundis, wo 2 vom Tierschutz sind. Und jetzt gucken wir mal. Okay, das kenne ich auch noch nicht. Ich hatte von Michalski Berlin schon mal ein anderes. Aber das war so in so einer Weiß-Gold-Verpackung. Jetzt riechen wir. Oh, es scheint gut zu riechen. Wow, ja, frisch, blumig ein bisschen, gefällt mir gut. Oh ja, jetzt wird es richtig süß. Also auch nicht zu süß, es gibt deutlich süßere Parfüms, aber es wird schon sehr süß. Oh, gefällt mir gut. Ein schönes, angenehmes, süßes Parfüm, finde ich sehr gut. Freue ich mich auch sehr drüber, riecht wirklich richtig gut, gefällt mir. Das nächste Produkt ist von Judith Williams ein Produkt. Von Judith Williams, ihrer Marke, habe ich tatsächlich noch gar nichts ausprobiert. Wir haben hier für deine schönste Haut ein Gesichtspeeling. Niziamid Expert, das müsste dann ein chemisches Peeling sein, soweit ich jetzt weiß. AHA-Komplex und Fruchtenzyme. Reines Niziamid ist aufgrund seiner hohen Verträglichkeit und besseren Wirksamkeit der Glow-Alleskönner für deine Haut. Ja, 1 bis 2 Mal pro Woche. Hautauftragen 10 Minuten. Also kein Peeling, was man drauf lässt, sondern eins, was man abspült. Sehr gespannt bin ich da drauf. Ich mag Peelings, Übernacht-Peelings noch ein bisschen lieber, aber probiere ich auch sehr gern aus.
Hab aber von Judith Williamson nichts ausprobiert. Hast du schon mal was ausprobiert? Lass es mich sehr gern wissen. Aber auch ein schönes Produkt, dann kann ich auch ihre Produkte mal ausprobieren. Wir machen weiter mit einem Produkt, mit dem ich, glaube ich, noch nie in der Beautybox was drin hatte und auch nicht damit gerechnet hätte. Wir haben von Mary Kay eine Metallic Peel Off Mask. Metallische Maske zum Abziehen, 30 Milliliter. Spannend, werde ich direkt ausprobieren. Eine gleichmäßige Schicht auf das ganze Gesicht auftragen. Augenbereich, Brauen und Haaransatz aussparen, mindestens 30 Minuten einwirken lassen oder bis die Maske vollständig getrocknet ist. Anschließend vorsichtig abziehen, Überschuss mit warmem Wasser abwaschen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir sowas wie Mary Kay hier drin haben, weil Mary Kay ist ja eigentlich auch so eine Marke. Oh, die ist richtig schön glitzerig. Vielleicht sieht man das. Die ist ja wie Tupper, oder? Also das ist ja wirklich so, wo du auf Abende gehst. Ich war auch schon mal auf einem und dachte nicht, dass das so Produkte sind, wo man dann so an eine Beautybox rankommt. Deshalb aber sehr spannend. Muss ich mal ausprobieren. Ich habe von ihnen verschiedene Produkte schon ausprobiert, die gar nicht schlecht waren. Ich hatte ein richtig gutes Abschminkprodukt damals von denen. Das ist wirklich schon ein Weilchen her. Und es geht weiter. Was ist denn hier noch alles drin? Wir haben ein Produkt, was wahrscheinlich weiterwandern wird. Wir haben von St. Moritz ein selbstbräunendes Konzentrat für Gesicht und Körper. Habe ich mir schon gedacht. St. Moritz ist ja bekannt für Bräunungssachen. Eine große Flasche, 50 Milliliter. So sieht die Flasche aus. Werde ich aber weitergeben. Ich habe Selbstbräuner ausprobiert und bin einfach nicht der Fan davon. Ist nicht meins. Muss es auch nicht. Freut sich jemand anderes drüber. Und deswegen, schönes Produkt, aber leider nichts für mich. Aber St. Moritz ist wirklich eine gute Marke. Ich habe nur Gutes drüber gehört. Ich habe zwar auch Produkte von ihnen ausprobiert, aber die haben mir nicht gefallen. Nicht, weil sie fleckig oder so waren, einfach weil mir die Bräune nicht gefällt auf meinem Körper. Wenn du selbst Bräuner benutzt, dann ist es alles kein Problem. Für mich ist es leider nichts. Mir gefällt es an mir nicht. Jetzt kommen wir mal zu diesem großen Produkt, was ich so mega süß fand. Dann gucke ich erstmal, dass ich das Fisselpapier rausbekomme. Da sind ganz viele Teddybären drauf. Wir haben Yankee Candles. Mega. Soft Ballon. Blaked. Ja, frische Wäsche wahrscheinlich, oder? Es riecht schon sehr frisch und ich bin wirklich immer, oh, Kerzen, ich freue mich. Aber ich kann leider keine anzünden, da mein Partner leider auf viele Kerzen allergisch reagiert und ja, da haben wir dann einfach die Abmachung, wir machen gar keine Kerze an. Aber vielleicht kriege ich ihn überredet, weil ich finde die auch so süß mit diesem Teddybär. Gefallen mir richtig gut. Finde ich ein sehr schönes Produkt. Und cool, dass wir hier mal Yankee Candles drin haben. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie in der Beautybox. Und gleich 3 Stück. Also super. Das nächste Produkt, das wir hier rausnehmen, das ist schon aufgegangen. Wir haben ein Produkt von Banana Beauty. Was bist du? Du bist ein Highlighter. Okay. Das ist ja spannend. So ein Stick-Highlighter. Oh, sogar ein rosaner. Werden wir doch gleich mal swatchen. Der sieht aus, als hätte er ein bisschen geschwitzt. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr die Punkte auf der Kamera. Aber ist nicht schlimm. Es war auch kalt. Oh ja, ein schöner Ton. Wirklich ein schöner Rosé-Highlight-Ton. Banana Beauty ist wirklich eine Marke, die mir mittlerweile richtig gut gefällt. Das ist so eine Marke, der hätte ich nochmal keine Chance gegeben, wenn sie nicht in der Beautybox wäre, bin ich ehrlich zu euch. Aber ich gebe nicht viel auf diese Influencer-Marken, außer ich probiere sie natürlich selber aus. Und ja, wenn ich dann so ein Produkt bekomme oder auch andere Marken hier drin, die ich nochmal nicht getestet hatte oder hätte, wäre das, ja, es überzeugt mich halt doch manchmal. Banana Beauty hat mich überzeugt und die haben wirklich sehr schöne Produkte. Deswegen finde ich es mega cool, dass wir hier einen Highlighter drin haben. Freue ich mich. Dann haben wir 2 Sachen, die, glaube ich, zusammengehören. Wir haben was zum Trinken hier drin. Das ist ja mal mega spannend. Wir haben von Rabenhorst für das Immunsystem Direktsaft mit Vitamin C und Zink für die Funktion des Immunsystems. Ja, 2-mal. Solche Säfte schmecken eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe erst letztens einen probiert von, welche Marke war das? Mir fällt die Marke jetzt nicht ein. War das auch Rabenhorst? Die waren gar nicht so schlecht. Ich mag halt solche Säfte nicht, wenn die dann wirklich künstlich schmecken oder einfach wirklich so richtig
Boah, es gibt ja solche Säfte so mit viel Ingwer oder Kurkuma. Manchen schmeckt es extrem gut, manche mögen es halt gar nicht. Ich glaube, das ist sowas, du liebst es oder du hasst es. Und ja, werde die zweimal ausprobieren. Für das Immunsystem kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, ich habe auch eine richtig miese Erkältung hinter mir. Das heißt, ich werde heute auch ein paar Videos abdrehen. Es hat sich etwas angesammelt. Und ich möchte euch natürlich alles zeigen, was eingetroffen ist. Und bin ich sehr gespannt drauf. Kann ich jetzt gut gebrauchen. So, wir haben noch ein Produkt. Oh, das habe ich erst aufgebraucht. Wir haben vom Boss Alive die parfümierte Bodylotion. Die hat mir sehr gut gefallen vom Geruch. Ich habe gesagt, ich muss mir das Parfüm nachkaufen, weil der Geruch mir wirklich so gut gefällt. Schön, dass ich sie nochmal da habe. Da kann ich nochmal 75 Milliliter probieren. Werde ich mir das Parfüm jetzt nämlich kaufen oder nicht? Das kann ich dann wirklich danach sicher entscheiden. Aber es riecht wirklich sehr gut. Und ja, einfach cool, dass wir hier sowas auch mal drin haben. Ich war früher nie der Fan von parfümierten Bodylotions, also in wirklich Parfümgeruch. Einfach, die haben halt klar nicht die Pflegewirkung wie eine normale Bodylotion, aber du kannst gucken, ist das Parfüm was für mich? Und so habe ich jetzt auch das für mich entdeckt. Ich finde es mega. Wir haben noch zwei Produkte hier drin. Wir haben von Six eine Haarspange. Haarspangen kann man eigentlich auch immer gut gebrauchen, meiner Meinung nach. Ich gebe aber tatsächlich diese Haarspangen meistens meiner Mama weiter, weil die liebt solche großen Haarspangen. Das ist ja eine schöne Farbe. Mir gefällt dieses matte Blau extrem. Einfach eine Haarspange kann man auch immer gut gebrauchen. Und unser letztes Produkt ist ein Produkt, was für mich leider nichts ist, was weiterwandern wird. Ich benutze keinen Nagellack, ich benutze nur Neonails und ich möchte auch keinen Nagellack benutzen. Ich könnte es zwar ja, aber da freut sich dann jemand anderes drüber. Ich habe so viel Neonail-Lacke da. Da brauche ich jetzt keinen Nagellack aufmachen, obwohl er echt cool aussieht. Von Annie oder Annie Chrome Twinkle Twinkle. Also die Farbe muss ich euch nochmal zeigen. Ich finde die schon mega cool. Also es ist eine richtig geile Farbe. Gefällt mir richtig gut. Die Box ist leer. Ich glaube, die war wirklich so schwer wegen dem Rabenhorstgetränk und der Kur. Die wiegt ja auch einiges. Ja, hier siehst du mal hinter mir, was alles drin war. Ich fand sie mega gut. Mir hat sie super gut gefallen diesen Monat. Wenn auch nicht alles, was für mich war. Aber ich fand die Zusammenstellung wirklich toll. Du hast drei schöne Yankee Candles drin, die ich vielleicht anzünden darf. Mal schauen. Einen schönen Nagellack. Die zwei Moon-Getränke. Den Highlighter von Manana Beauty. Die Kur, die Spange, das Parfüm. Es war schon viel drin. Also ich sage, wenn ich jetzt gerade noch mal alles sehe, wow, wirklich eine schöne Box gewesen. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sie dir gefallen hat, ob sie dir auch so gut gefallen hat. Und ich hoffe auch, das Unboxing hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier kannst du mich noch kostenfrei abonnieren und hier verlinke ich dir noch ein weiteres Video von mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.